in einem Raum mit teils holzgetäfelten Wänden. Diese ziert ein gelber Streifen mit der grau-roten Aufschrift BGW Forum 2021 sowie das dunkelblau-schwarze Logo der BGW, Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. Mittig im Raum steht ein Tresen, daran sitzt Stefan Barth, Mitarbeiter der BGW, vor einem Laptop. Etwas abseits sitzt Sabine Köhler von der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung EUTB der Lebenshilfe Hamburg. Herr Barth hat kurzrasiertes graues Haar und eine Brille auf. Unter einem anthrazitfarbenen Jackett trägt er ein graues Hemd. Frau Köhler hat langes braunes zurückgestecktes Haar. Über einem beigen Oberteil trägt sie eine helle Kostümjacke. Später nimmt Kirstin von Witzleben-Strohmeier, Referentin für Behindertenrecht beim DRK-Landesverband Hessen, ihren Platz ein. Frau von Witzleben-Strohmeier hat graublondes hochgestecktes Haar. Sie hat eine Sonnenbrille ins Haar gesteckt. Zu einer kurzärmeligen hellen Bluse mit hochgestelltem Kragen trägt sie ein buntes Halstuch. Und darf damit schon an die erste Referentin Frau Köhler übergeben zum Thema ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Frau Köhler, bitte. Herzlichen Dank, Herr Barth. Ja, herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es freut mich, dass Sie so zahlreich zu unserem Vortrag erschienen sind. Normalerweise würden wir hier jetzt zu zweit stehen und den Vortrag halten, aber meinem Kollegen ist es heute leider nicht möglich zu kommen. Aber gerne möchte ich Ihnen einmal unser Team vorstellen. Mein Name ist Sabine Köhler und ich bin Teilhabeberaterin. Und mein Kollege, der Herr Burati, ist Peerberater. Und zusammen sind wir in der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung der Lebenshilfe. Was das bedeutet und was wir so machen, das erfahren Sie gleich. Ja, zu Beginn möchte ich Ihnen einmal ganz kurz die Lebenshilfe, den Landesverband in Hamburg, vorstellen. Dann komme ich zu der Frage, was bedeutet EUTB und dann, was ist oder was macht die EUTB überhaupt. Dann schildere ich kurz einen typischen Ablauf einer Beratung bei uns im Haus und mit typischen Fragestellungen, die uns in unserem Berufsalltag so erreichen. Und dann folgt ein Kurzfilm der EUTB, der Fachstelle für Teilhabeberatung. Und wenn Sie dann eventuell Interesse haben an einer Beratung bei uns im Haus, blenden wir noch kurz unsere Kontaktdaten ein. Genau, die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung wurde 1960 von Eltern mit Kindern mit Behinderung in Hamburg gegründet, als Verein zur Selbsthilfe. Was war das Ziel? Menschen mit Behinderung zu stützen und zu stärken und auch deren Angehörigen. Das ist auch heute noch das Ziel der Lebenshilfe. Und zwei Begriffe sind für unsere Arbeit zentral. Und das sind Inklusion und Selbstbestimmung. Mit Selbstbestimmung ist gemeint, dass jeder selbst darüber entscheiden kann, wie er leben möchte. Beispielsweise, wo man wohnen möchte oder wo man arbeiten möchte. Sie klickt eine Folie weiter. Genau, aber was bedeutet EUTB eigentlich? EUTB bedeutet ergänzende, unabhängige Teilhabeberatung. Ich fange mal von unten an. Es ist ein Beratungsangebot, ein niedrigschwelliges Beratungsangebot, das zu Fragen zur Teilhabe berät. Wir sind ergänzend zu dem Beratungsangebot, was es schon gibt. Es soll also niemanden ersetzen, sondern uns gibt es zusätzlich obendrauf. Und unabhängig, das ist der Clou, denn wir, also das bedeutet trägerunabhängig. Das heißt, wir raten nicht zu einem bestimmten Träger und dessen Leistungen, sondern wir gucken auch über den Tellerrand hinaus und beraten dazu, was es sonst noch so gibt. Genau. Aber wozu berät denn jetzt die EUTB genau? Es gibt verschiedene Leistungen zur Teilhabe. Diese sind in fünf verschiedenen Leistungsgruppen unterteilt. Das wären zum einen medizinische Reha, Teilhabe am Arbeitsleben, unterhaltssichernde und ergänzende Leistungen, Teilhabe an Bildung und soziale Teilhabe. Ganz grob gefasst
um es mal vereinfacht darzustellen, wir beraten zu, wo kann man Hilfsmittel bekommen, welche Leistungen kann ich zusätzlich beantragen, wenn beispielsweise ich eine Haushaltshilfe brauche oder an wen kann ich mich wenden, wenn ich eine Assistenz brauche. Oder wenn es um einfache Sachen geht, wie eine Kraftfahrzeughilfe beispielsweise. Genau, wer kann sich beraten lassen? Vorrangig Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen, aber auch alle anderen Unterstützer und Begleiter. Vor allen Dingen alle, die ein Interesse haben an der EUTB. Wer finanziert die EUTB? Die EUTB ist im Moment noch ein Projekt, das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert wird. Und die Besonderheit der EUTB ist, dass Beratung angeboten von Menschen mit Behinderung für Menschen mit Behinderung. Das ist das sogenannte Peer Counseling. Und die Besonderheit der Lebenshilfe Hamburg ist, dass wir eine Peer-Beratung anbieten für Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernschwierigkeiten. Natürlich können auch alle anderen mit verschiedenen Beeinträchtigungen oder Beeinträchtigungsformen zu uns kommen, aber der Schwerpunkt der Lebenshilfe Hamburg ist halt für Menschen mit geistiger Behinderung. Genau. Es gibt in Hamburg ein Netzwerk. Insgesamt sind es in Hamburg 8 verschiedene Teilhabeberatungsstellen, die jeweils bei 8 verschiedenen Trägern im sozialen Bereich angegliedert sind. Wir treffen uns regelmäßig einmal im Monat, um uns auszutauschen, hauptsächlich über Fachliches. Oder beispielsweise, wenn wir einen Fall haben, in dem wir nicht weiterkommen, dann wird der Fall anonymisiert und wir tauschen uns aus, welche Hilfen denn am ehesten in Frage kommen würden für diese Person. Genau. Dann trifft sich auch noch einmal alle 3 Monate die Steuerungsgruppe der Träger, um sich Gedanken zu machen über das Thema Öffentlichkeitsarbeit oder zu verschiedenen Veranstaltungen, wie man das zusammen organisieren und angehen könnte. Überregional gibt es auch noch ein Netzwerk, und zwar gibt es da einmal die Fachstelle für Teilhabeberatung, die die Aufgabe hat, uns als EUTB-Berater, zu unterstützen, nicht nur fachlich, sondern auch organisatorisch. Zum Beispiel gibt es durch die Fachstelle für Teilhabeberatung eine verpflichtende Grundqualifizierung, an der jeder EUTB-Berater teilnehmen muss. Genau, dann gibt es noch ein Forum für die Berater, wo man sich auch nochmal austauschen kann, aber überregional. Es gibt bundesweit über 500 EUTB-Stellen und also diese Möglichkeiten hat man. Administrativ wird dieses Projekt begleitet durch die GESUB, das ist die Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung. Die hat einfach die Aufgabe, alle interessierten und geförderten Projektträger bei allen Fragen um die Antragstellung und die Förderung zu begleiten. Genau, wie ist der Ablauf einer Beratung? Bei uns ist es so, der Berater erklärt Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben. Die EUTB-Berater unterstützen Sie, damit Sie eigene Entscheidungen treffen können. Es werden also verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt und der Ratsuchende entscheidet dann sich für die Möglichkeit, die am ehesten zu ihm zutrifft oder passt. Und gemeinsam wird dann überlegt, wie man diese Wege angehen kann. Letztendlich entscheidet immer der Ratsuchende, welchen Weg er gehen möchte, ganz im Sinne der Selbstbestimmung. Typische Fragen, die in unserem Beratungsalltag so auf uns einprasseln, sind: Wo beantragt man beispielsweise einen Schwerbehindertenausweis oder wie macht man das und kann man dabei Unterstützung bekommen durch uns? Welche Formen von Betreuung gibt es? Was sind Aufgaben einer rechtlichen Betreuung beispielsweise im Vergleich zu einer sozialen Betreuung? Wo ist da der Unterschied? Wo findet man oder wo bekommt man Infos zur Unterstützung bei der Arbeit oder zu einem Platz in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung? Genau. Nun, an dieser Stelle würde ich kurz einen Kurzfilm zeigen, der von der Fachstelle für Teilhabeberatung mal bereitgestellt wurde. Und dann würde ich vorschlagen, wir lassen diesen Film einmal kurz auf uns wirken. Und würde ich sagen, bis dann geht es los. Einen Moment.
Sie startet den Film. Menschen mit Behinderungen haben das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. So wie nicht behinderte Menschen auch. Deshalb fördert das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine ergänzende, unabhängige Teilhabeberatung. Dort erhalten Ratsuchende bereits im Vorfeld konkreter Teilhabeleistungen eine Orientierungshilfe zu Fragen der Rehabilitation und Teilhabe. Sie fördert damit mehr Chancengleichheit und berufliche und gesellschaftliche Gleichberechtigung und baut Barrieren ab. Bei Fragen zur Rehabilitation und Teilhabe finden Ratsuchende hier Antworten. Unser Beratungsangebot zielt ab auf die Unterstützung von Menschen, die in irgendeiner Form in ihrer Teilhabe eingeschränkt sind. Und wir unterstützen die Menschen dahingehend, sie zu befähigen, selbstbestimmt zu leben. Dabei handelt es sich um ein kostenloses und bundesweites Beratungsangebot. Beraten wird nach dem Prinzip Betroffene beraten Betroffene, das sogenannte Peer-Counseling. Peers nennt man Personen mit gleichen oder ähnlichen Erfahrungen. Carola Werning. Speziell bei dieser EUTB gefällt mir eigentlich besonders gut, dass die Beratung sehr zugewandt war zu mir als Person, dass die Beraterin versucht hat, mein Problem zu erfassen, viel nachgefragt hat. Günther Röndig. Ich komme hierher zur Beratung, weil ich hochgradig sehbehindert bin, fast blind. Zum Beispiel mit einem Pflegegeldantrag. Dann gehen wir das erstmal zusammen durch. Und was wir dann nicht beantworten können, wird bis zu einem nächsten Termin, in einer Woche, sage ich jetzt mal kurzfristig, besorgt. Hier hilft man mir, bei kniffligen Fragen meine eigene Entscheidung zu finden. In den EUTB arbeiten viele Berater und Beraterinnen, die selbst mit einer Behinderung leben, als Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen. In einer vertrauensvollen Atmosphäre können die Anliegen offen besprochen werden. Ich denke einfach, dass es ganz wichtig ist, dass der Betroffene von Betroffenen auch beraten wird, dass er halt einfach auch sieht, dass, ja, ich sage mal, auf Augenhöhe dann gesprochen wird. Seit Januar 2018 werden bundesweit EUTB aufgebaut. Egal ob Ratsuchende in einer ländlichen Gegend oder in der Großstadt leben. Die rund 500 Beratungsangebote sind für alle frei zugänglich. Es gibt im Einzelfall auch eine aufsuchende Beratung für diejenigen, die selbst nicht zu einer EUTB kommen können. EUTB bieten unabhängige Beratung auf Augenhöhe. Sie ergänzen andere Beratungsangebote. An dieser Stelle reißt der Film ab. Wir bitten, die technische Störung zu entschuldigen. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wieder im Moderationsraum. Frau Köhler schaut irritiert und gestikuliert in Richtung der Technik. Sie zeigt auf die Fernbedienung. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres Vortrags angekommen. Falls Sie jetzt neugierig geworden sind, haben wir hier nochmal für Sie unsere Kontaktdaten eingeblendet auf einen Blick. Falls Sie Interesse haben an einer Beratung, dann sprechen Sie uns gern an, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail. Sie können auch gerne Telefon vorbeikommen. Telefon 040 und wenn Sie vorbeikommen, 68 müssen wir 94 33 dass wir uns 21. Dann auch dementsprechend Mail Zeit Sabine.Köhler nehmen, mit OE um Ihre Anliegen ihhh.de. Genau, damit würde ich zurückgeben an den Herrn Barth. Und ach so, wir haben jetzt eventuell noch ein paar Minuten. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie die gerne nun stellen. Und dann beantworte ich jetzt noch Ihre Fragen. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Köhler. Ich würde die Gelegenheit nutzen, da auch noch mal zum Ausdruck zu bringen, dass die gesetzliche Unfallversicherung da natürlich auch Gebrauch von macht. Auch bei unseren Klienten ist es so, dass wir Teilhabebedarfe durchaus haben, die jetzt durch unsere Leistung nicht abgedeckt werden, weil sie mit unseren Versicherungsfällen vielleicht nicht im Zusammenhang stehen, und verweisen natürlich auch auf dieses neue Instrument und sind da sehr dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt, um dann eben auch bei anderen Trägern noch Teilhabeleistungen in Anspruch nehmen zu können und eine Unterstützung zu bekommen. Insofern finde ich auch die Kombination natürlich mit dem Peer Counseling da nochmal doppelt sinnvoll. Eine Frage hätte ich jetzt schon mal zu stellen. Welche Voraussetzungen gibt es denn, wenn ich in der unabhängigen Teilhabeberatung tätig werden möchte? Also das ist, glaube ich, das ist ein bisschen unterschiedlich, muss man dazu sagen, weil man muss, wenn man sich
Das ist unterschiedlich. Ich zum Beispiel, ich habe jetzt noch die Weiterbildung gemacht zum Fachwirt im Gesundheitswesen. Ich muss die Prüfung noch ablegen. Und mein Kollege, der Herr Borati zum Beispiel, der hat sehr viele Erfahrungen einfach gesammelt im Bereich. Dadurch, dass er halt selbst im Rollstuhl sitzt, hat er halt sehr viele Erfahrungswerte, über die er halt berichten kann. Er hat selbst in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet und arbeitet jetzt auf dem ersten Arbeitsmarkt bei uns in der Lebenshilfe Hamburg. Hat er also sehr viele Erfahrungswerte, die er mitbringen kann. Ich glaube, er hat auch mal die Weiterbildung gemacht zum Peer Counseling, wenn ich mich recht erinnere. Genau, das sind so die Voraussetzungen. Also man muss schon Erfahrungswerte mitbringen. Ja, vielen Dank. Und wird denn das Angebot der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung dann schon auch entsprechend intensiv angenommen oder gibt es da noch Verbesserungsbedarf, dass viele Betroffene vielleicht das Angebot noch gar nicht richtig kennen und wir da auch mit dieser Veranstaltung hoffentlich ja auch Werbung dafür machen, das in Anspruch zu nehmen? Also viele haben das tatsächlich schon in Anspruch genommen, aber unsere große Herausforderung war jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, dass wir an unsere Zielgruppe, also an Menschen mit geistiger Behinderung und Lernschwierigkeiten, dass wir Schwierigkeiten hatten, an diese Zielgruppe heranzutreten. Weil, das ist aber leider jetzt durch die Corona-Situation bedingt. Man muss natürlich noch viel, viel mehr machen in Sachen Öffentlichkeitsarbeit. Man muss uns noch viel bekannter machen, weil es ist ein großartiges Beratungsangebot, was ja kostenlos nutzbar ist. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir noch ein bisschen bekannter werden. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass gerade die Zeiten jetzt in der Corona-Pandemie mit sehr viel Online-Unterricht und Selbststudien-Notwendigkeiten eine besondere Herausforderung gerade für Menschen mit einer Lernbehinderung oder auch mit einer geistigen Einschränkung sind. Insofern glaube ich, ist da die EUTB nochmal besonders wichtig und sinnvoll. Und ich kann Sie nur ermutigen, das dann auch in Anspruch zu nehmen. Wir für unseren Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung verweisen in der Teilhabeberatung auf jeden Fall auf die nächstgelegenen wohnortnahen Beratungsstellen und hoffen damit dann natürlich auch eine Unterstützungsmöglichkeit zu geben, dass dieses Angebot auch wahrgenommen wird. Dann erstmal vielen Dank, Frau Köhler, für diesen sehr interessanten Vortrag. Ich habe inzwischen die Mitteilung bekommen, dass Herr Metzel leider kurzfristig krankheitsbedingt ausfällt. Und wir würden dann den Vortrag später von Herrn Professor Dr. Gramp dann etwas vorziehen und haben dann natürlich jetzt den Vorteil, dass die weiteren Referentinnen und Referenten dann noch etwas mehr Zeit für ihre Präsentation haben und wir auch mehr Zeit für ihre Fragen haben. Also da bitte nochmal die Aufforderung, keine Scheu zu haben, die Fragen zu stellen, damit Sie die bestmögliche Information dann auch hier von uns bekommen können. Ja, dann kommen wir in dem Fall zum nächsten Vortrag und der ist von Frau Christine von Witzleben-Strohmeier. Sie ist, wie gesagt, Referentin für Behindertenrecht beim DRK-Landesverband in Hessen und wird uns berichten über die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes im Bereich Essen. Das Bundesteilhabegesetz ist ja noch nicht so lange in Kraft, aber ein ganz wichtiger gesetzlicher Baustein, der für alle Leistungsträger im Teilhabebereich jetzt die Grundlage ihres Handelns mit geworden ist. Und da ist es sicherlich spannend zu hören, wie das in Essen und auch im DRK-Landesverband umgesetzt wurde und welche Erfahrungen man dann auch mit dem Bundesteilhabegesetz gemacht hat. Insofern vielen Dank und ich darf dann übergeben an Frau von Witzleben-Strohmeier. Vielen Dank für die nette Anmoderation. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Mein Ziel ist es heute, Ihnen eine kurze Darstellung durch den Umsetzungsprozess des Bundesteilhabegesetzes in Hessen zu geben. Ein bisschen einen Einblick in den aktuellen Stand. Und möchte Sie aber zunächst einmal ein bisschen einführen in den Gegenstand, worum es denn geht in Hessen. Und habe dazu ein paar Eckdaten der Eingliederungshilfe in Hessen aktuellerer Natur zusammengestellt.
In Hessen sind ungefähr 64.100 leistungsberechtigte Personen im Leistungsbezug. Wir müssen momentan zur Kenntnis nehmen, dass wir einen Zuwachs der Fallzahlen gegenüber 2020 haben von ca. 4.900 Leistungsberechtigten. Und ebenfalls ist zu erkennen, dass der Anteil der Menschen mit seelischer Behinderung und Abhängigkeitserkrankung deutlich steigt. In Hessen sind zuständig für die Eingliederungshilfe 21 hessische Landkreise und 5 kreisfreie Städte. Die wiederum finanzieren den überörtlichen Kostenträger der Eingliederungshilfe. Das ist in Hessen der Landeswohlfahrtsverband. Mit einer Umlage von ca. 1,44 Milliarden Euro. Der Haushalt des Landeswohlfahrtsverbandes insgesamt umfasst 1,99 Milliarden Euro. Also es geht um eine große Summe. Und das hat natürlich auch immer politische Auswirkungen. Wir haben in Hessen, wie Sie sehen, einen überörtlichen zuständigen Kostenträger der Eingliederungshilfe. Damit ist die Eingliederungshilfe weitgehend in Hessen nicht kommunalisiert, sondern bezieht sich auf ganz Hessen. Das mal zu den Eckdaten. Um ein bisschen das Verständnis für den Gesamtprozess Ihnen zu ermöglichen, würde ich Ihnen gerne kurz einen historischen Abriss geben. Sie wissen, das Bundesteilhabegesetz, Sie erlauben mir, dass ich jetzt im Folgenden immer BTHG sage, tritt in 4 Stufen in Kraft. Die meisten Stufen sind jetzt schon erreicht. Und ab 1. Januar 2023 soll das gesamte Gesetzespaket umgesetzt sein in allen Bundesländern. Ab 1. Januar 2020 war schon die dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes relevant. Da wurde dann in das sogenannte Sozialgesetzbuch 9 das Eingliederungshilferecht eingeführt in den Teil 2. Und es galt ab dem Zeitpunkt vor allen Dingen in erster Linie mal die Trennung von der Fachleistung der Eingliederungshilfe von den ergänzenden, von den existenzsichernden Leistungen, die die Menschen mit Einschränkungen dann so wie jeder normale Bürger selbst zur Verfügung gestellt bekommen sollten, sodass ab diesem Zeitpunkt natürlich auch alle Träger der alle Leistungsabbringer der Eingliederungshilfe vor nunmehr neuen Situationen standen, denn sie hatten, was die Fachleistung betraf, als Kontakt und als Ansprechpartner, Verhandlungspartner, den überörtlichen oder beziehungsweise zuständigen Träger der Eingliederungshilfe und was die existenzsichernden Leistungen betraf, die kommunale Ebene als Partner. Das bedeutete in dem Fall einen ziemlich großen Verwaltungsaufwand. Die Situation war sehr schwierig, aber es gelang tatsächlich zum 1.1.2020 die Trennung der Fachleistung von den existenzsichernden Leistungen in Hessen umzusetzen. In Hessen hatten wir das Problem, dass wir ja das Bundesteilhabegesetz, wie im Übrigen in allen anderen Bundesländern auch, über ein Landesgesetz konkretisieren mussten. Und in Hessen war zunächst einmal erst Mitte 2018 es dem hessischen Parlament möglich, einen Entwurf für ein hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz vorzulegen. Und das bedeutete natürlich für alle Verhandlungspartner, dass die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Hessen unter einem immensen Zeitdruck nun erfolgen musste. Denn bis zu diesem Zeitpunkt, September 2018, wusste eigentlich keine Verhandlungsbank, wer denn Verhandlungspartner der Rahmenverhandlungen sein würde. Wenn wir von der Umsetzung des BTHG in Hessen sprechen, sprechen wir in erster Linie von der Verhandlung der Rahmenverträge nach 131 SGB IX. Denn in denen wird der Rahmen festgelegt, wie der Individualanspruch letztlich
über das soziale rechtliche Dreiecksverhältnis, das heißt also auch über die Leistungserbringer im Vertragsverhältnis zu den Kostenträgern, sich dann darstellt. Die wesentlichen Inhalte des Hessischen Ausführungsgesetzes waren in erster Linie mal die Zuständigkeiten. Also die Frage wurde über das Hessische Ausführungsgesetz geklärt, wer ist denn zuständig für die Eingliederungshilfe in Hessen? Darüber hinaus sind noch weitere gesetzliche Inhalte fixiert worden und konkretisiert worden im Hessischen Ausführungsgesetz zum SGB IX, nämlich einmal die Arbeitsgemeinschaften nach 94 Absatz 4 SGB IX, die jährlichen Berichtspflichten. Wir haben das Bedarfsermittlungsinstrument festgelegt, die Schiedsstelle ist geregelt worden und es sind weitgehende Ausführungen gemacht worden zu der Frage der Sozialraumorientierung und zu dem Sicherstellungsauftrag, den ja Hessen zu erfüllen hat im Zusammenhang mit der Eingliederungshilfe für Menschen mit Beeinträchtigungen. Die Frage ist, wer sind die Vertragspartner? Diese Frage konnte nur geklärt werden Ende September oder ab September 2018. Das war auf der einen Bank alle Träger der Eingliederungshilfe. Das ist zunächst einmal der Landeswohlfahrtsverband sowie eben die 5 kreisfreien Städte und die 21 Landkreise und die Liga Hessen und die Verbände der privatgewerblichen Anbieter als Vertretung der Leistungserbringer auf der anderen Bank der Verhandlungspartner. Zunächst einmal mussten wir, wie im Übrigen in den meisten Bundesländern, auf eine Übergangsregelung zurückgreifen. Wir haben sofort einen Rahmenvertrag nach 131 SGB 9 als Übergang verhandelt. In diesem Übergangsrahmenvertrag ging es in erster Linie mal um die Regelungen, die die Trennung der Fachleistung von der existenzsichernden Leistung überhaupt ermöglichten. Und das erfolgte im Jahr 2019 unter einem extremen Zeitdruck aller Akteure, aller Verhandlungsakteure. Da waren die Kommunalseite und auch der LWV, aber auch die Seite der Leistungserbringer vor allen Dingen ausgesprochen herausgefordert, diese Trennung der Fachleistung von der existenzsichernden Leistung überhaupt umzusetzen. Es ist aber zum 01.01.2020 gelungen. Und darüber hinaus war vereinbart, dass der bis dato bestehende Rahmenvertrag, den es ja immer in Hessen gab, zur Umsetzung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Einschränkungen und Behinderungen, in seinem grundsätzlichen Gehalt erstmal weiter gelten sollte. Nun kam es aufgrund unterschiedlicher Zuständigkeitsregelungen im Hessischen Ausführungsgesetz zum SGB IX zu der Situation, dass drei Rahmenverträge für den Zeitraum ab 2022 zu erarbeiten sind. Und wegen der Corona-Pandemie hat man sich dann auch noch mal unter den Vertragspartnern geeinigt, dass der Übergangsrahmenvertrag doch bis 2023 weiter gelten sollte. Aber ab 01.01.2023 ist absolut die Deadline gesetzt, dass alle drei Rahmenverträge unterschriftsreif zur Verfügung stehen und dann auf der Basis dieser Rahmenverträge des Bundesteilhabegesetzes Gesetz dann in Hessen 1:1 umgesetzt wird. Das ist die Ziellinie. Zunächst einmal haben wir einen Rahmenvertrag 1, so haben wir das genannt. Dessen Geltungsbereich gilt bis zum Ende des Schulbesuchs. Hier liegt die Zuständigkeit bei den Verhandlungen und auch bei der Finanzierung und bei der Gestaltung dieses Rahmenvertrags bei den kommunalen Spitzenverbänden. Das ist zunächst einmal der Hessische Städtetag, da sind verbunden diese 5 hessischen Städte und der Hessische Landkreistag. Dem folgt der Rahmenvertrag 2. Der Rahmenvertrag 2, der regelt in seinem Geltungsbereich die Teilhabe am Arbeitsleben. Hier liegt die Zuständigkeit beim LWV. Und dann haben wir den Rahmenvertrag 3. Das ist im Moment der weit fortgeschrittenste Rahmenvertrag, was die Verhandlungssituation betrifft. Da geht es um die soziale Teilhabe
nach Beendigung der Schulzeit. Und auch hier liegt die Zuständigkeit beim LWV. Wie gesagt, der politische Wille ist, dass alle drei Rahmenverträge ihre Geltung ab 01.01.2023 entfalten. Schwerpunkt bei allen Rahmenverträgen ist die Umsetzung des personenzentrierten Ansatzes. Ist das der Kernpunkt des Bundesteilhabegesetzes, somit auch des Hessischen Ausführungsgesetzes SGB IX, natürlich basierend auf der UN-Behindertenrechtskonvention. Es geht um den Grundsatz, dass die Leistungserbringung unabhängig vom Ort der Leistung erfolgt, sondern ausschließlich dem individuellen Bedarf des Leistungsberechtigten folgt. Der Rahmenvertrag 1 und 2 folgen dem Rahmenvertrag 3 bei allen Regelungen. Insofern kann man sagen, der Rahmenvertrag 3 ist eine Art Modell. Und alle Regelungen, die für alle drei Rahmenverträge, wie zum Beispiel die Gestaltung einer Präambel, die für alle drei Rahmenverträge gelten können, werden dann eben auch in den Rahmenvertrag 1 und 2 übernommen. Ich möchte Ihnen ein bisschen was zur Verhandlungsarchitektur sagen, denn Sie können schon jetzt erkennen, dass das eine Riesenherausforderung ist, diese Verträge zu verhandeln, allein schon von der terminlichen Situation her. Insofern war die Verhandlungsarchitektur ein fundamentales, wichtiges Element. An höchster Stelle steht bei uns die Eingliederungshilfekommission, die ist im Übergangsrahmenvertrag geregelt. Die ist das oberste Entscheidungsgremium und gilt als Hüter eigentlich der Verträge. Hier sind die Mitglieder wieder gespiegelt, so wie auch bei den Vertragsverhandlungen. Einmal der LWV, der Hessische Städtetag, Hessischer Kreistag, das ist die kommunale Seite. Alle Verbände der Liga der freien Wohlfahrtspflege und selbstverständlich auch die Verbände der privatgewerblichen Anbieter. Diese Eingliederungshilfekommission hat aufgrund eines Beschlusses eine Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen. Das ist die sogenannte Arbeitsgemeinschaft Leistung und Finanzierungsstruktur. Hier werden die dann jetzt in den folgenden Expertengruppen, die ich Ihnen darstellen werde, erzielten vorabgestimmten Arbeitsergebnisse als Verhandlungsgrundlage eingespeist. Das heißt, diese Arbeitsgemeinschaft Leistung und Finanzierungsstruktur ist eigentlich das originäre Verhandlungsgremium. Nur Sie wissen, dass man so komplexe, vielschichtige Prozesse nicht in einem Gremium verhandeln kann. Man muss Expertengruppen vorschalten, die dann Zwischenergebnisse erzielen, die in dem Fall dann von der Arbeitsgemeinschaft Leistung und Finanzierungsstruktur abgenommen werden. Und sobald wir die Vertragstexte dann alle geeint haben in dieser AG Leistung und Finanzierungsstruktur, werden diese Vertragswerke der Eingliederungshilfekommission vorgelegt zur Empfehlung zur Unterschrift. Die Empfehlung richtet sich dann an die Vertragspartner, die ich Ihnen oben genannt hatte, die dann hoffentlich auch diese Verträge unterschreiben werden. Hier gilt der Grundsatz, die Finanzierung folgt der Leistung. Das war also die erste Herausforderung, überhaupt erstmal die Leistung zu beschreiben. Die Leistungen werden ja zukünftig in kompensatorische Assistenz oder in qualifizierte Assistenz erbracht. Und bei dem Rahmenvertrag 3, soziale Teilhabe, handelt es sich eben um diesen Leistungskatalog, den ich Ihnen hier kurz dargestellt habe. Diese Leistungen wurden in dieser Arbeitsgruppe, Expertengruppe Leistung, beschrieben und als Vertragsbestandteile dann schon mal wie ein Textbaustein festgehalten. Ähnlich arbeitet in einer weiteren Expertengruppe die Arbeitsexpertengruppe Leistungen im Arbeitsbereich. Hier geht es vor allen Dingen um die Leistungsbeschreibung der Werkstätten und auch der Tagesförderstätten und deren spezifischen Finanzierungsanforderungen. Auch hier haben wir eine eigene Expertengruppe gegründet. Und eine überragende Expertengruppe ist natürlich, wie nicht anders zu erwarten, die Expertengruppe Finanzierung. Bei der Finanzierung wird ja das Verhandlungsgeschehen immer am schwierigsten. Im Übrigen, alle Expertengruppen sind besetzt mit Vertretern sowohl
der Interessensvertretung der Leistungserbringer als auch der Interessensvertretung der Leistungsträger. Also sowohl die Kostenträgerschaft als auch die Leistungserbringerschaft sitzen in allen Expertengruppen drin, sodass sich auch da wieder sozusagen die beiden Vertragsbänke auch in den Expertengruppen spiegeln. Wie schwierig die Arbeitsgruppenfinanzierung ist, kann dargestellt werden der Vielschichtigkeit der gegründeten Unterarbeitsgruppen. Wir haben Unterarbeitsgruppen gebildet zu Themenbereichen wie Wirtschaftlichkeitsprüfung, Kürzung der Vergütung, Nettojahresarbeitszeit oder auch Bereitschaftsdienste, Fahrzeiten und Hauswirtschaftspauschalen. Zu all diesen Themen wurden eigene Arbeitsgruppen ausgegliedert, um dort schnell zu tragfähigen Verhandlungsergebnissen, Zwischenergebnissen zu kommen, die dann eben auch in die höherrangigen Arbeitsgruppen wieder eingespeist werden konnten. Zum Vergütungssystem würde ich Ihnen ganz gerne die Grundzüge, die momentan geplant sind, sehr holzschnittartig darstellen. Es wird um eine Fachleistungsstunde gehen, die definiert wird und der ein Preis gegenübergestellt sein wird. Diese Fachleistungsstunde umfasst dann auch Leitung und Verwaltung, die Sachkosten und die Investitionskosten. Sie wird zeitbasiert dargestellt und unabhängig vom Ort der Leistungserbringung. Und darüber hinaus zusätzlich werden Zeitpauschalen verhandelt, zum Beispiel im Bereich der Hauswirtschaft, im Nachtdienst oder bei Fahrtzeiten. Der aktuelle Stand der Überlegungen, was die Frage der Bildung von Leistungsgruppen betrifft, sieht folgendermaßen aus. Man geht momentan von 8 Leistungsgruppen aus, wobei eine zusätzliche Leistungsgruppe hinzukommt als Art Härtefallkonstellation. Jeder Leistungsgruppe ist ein Zeitkorridor zugeordnet und jedem Zeitkorridor ist dann ein vergüteter Stundenwert gegenübergestellt. Weitere Arbeitsgruppen sind gebildet worden, zum Beispiel zu der Frage Dokumentation und auch zu der Frage Gestaltung des Bedarfsermittlungsinstrumentes. Das ist in Hessen der PIT. Personenzentrierter integrierter Teilhabeplan, der seit 1. Oktober 2020 eingeführt ist in Hessen in 7 Stufen, regionalen Stufen in Hessen. Mittlerweile haben wir die 7. Stufe, bereiten wir gerade vor. Dann wird der PIT also überall in Hessen sein, was sehr schön war in Hessen und weiterhin ist. Das Bedarfsermittlungsinstrument liegt ja ganz in der Kompetenz der Kostenträger. Das war vom BTHG so vorgesehen. Und in Hessen ist es so gewesen, dass sofort der Landeswohlfahrtsverband an die Vertreter der Leistungserbringer herangetreten ist und gesagt hat, wir machen eine Beratungs-AG, in der wir gerade die Gestaltung des PITs und auch die Implementierung ins Leistungsgeschehen gemeinsam beraten. Das hat sich außerordentlich gut dargestellt und ist für beide Seiten enorm wichtig. Ich will Ihnen kurz schwierige Vertragsinhalte nennen. Leitung und Verwaltung, gerade in der Finanzierung, welche Kosten dazugeordnet werden, ist ausgesprochen schwierig. Die nette Jahresarbeitszeit ist mittlerweile geeint, ist aber auch sehr schwierig gewesen. Wir versuchen natürlich von Leistungserbringerseite auch immer den Fokus auf ein gewisses unternehmerisches Risiko zu lenken. Die Regelungen zum Pooling mussten herausfordernd verhandelt werden. Ebenso das ganze komplexe Thema Wirkung und Wirksamkeit. Auch die Frage der Kürzung der Vergütung, kann man sich vorstellen, ist ein sensibles Thema. Und auch die Dokumentation ist ein sensibles Thema. Und was das Ganze eben sehr schwierig macht, ist, dass letztlich alle schwierigen Vertragsinhalte auch noch dazu gewisse Schnittmengen oftmals bilden. Und diese Schnittstellen, die müssen eben auch dürfen nicht aus dem Blick verloren werden. Und daran macht sich dann auch die ganz schön schwierige, komplexe Materie deutlich. Aber wir sind im Moment ganz gut vorangekommen. Am 13.12.2021 soll die Eingliederungshilfekommission alle 3 Rahmenverträge vorliegen haben. Wir haben die Redaktionssitzung des Rahmenvertrags 3 für Ende Oktober
2021 angeplant, die Redaktionssitzung für den Rahmenvertrag 2 für November 2021 und den Rahmenvertrag 1. Da hoffen wir Anfang Dezember zu einer Redaktionssitzung zu kommen. Das ist natürlich alles jetzt im Moment noch sehr offen. Wir haben noch sehr schwierige Verhandlungsgegenstände vor uns. Und sind aber trotzdem, das kann man jetzt aus der heutigen Sicht durchaus so formulieren, sehr glücklich, dass wir es doch mit einer guten Verhandlungsatmosphäre zu tun hatten bis heute. Trotz des großen politischen Drucks. Die Verhandlungen waren, egal in welcher Arbeitsgruppe, immer von hoher Konzentration und Konsensorientierung von allen Seiten geprägt. Termintreue Disziplin wurde angehalten. Manchmal wurde eine Sitzung abgesagt, aber wegen Erkrankung meistens. Der gegenseitige Respekt von allen Seiten war da, auch das gegenseitige Verständnis. Flexibilität auf allen Seiten wurde immer umgesetzt. Und jeder verstand aber auch seine Rolle. Das klare Rollenverständnis ist bei Verhandlungen ein ganz wesentliches Element. Ja, insofern bedanke ich mich jetzt sehr für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich Ihnen so einen kleinen Einblick in die Umsetzung des BDHGs in Hessen in dieser abstrakten Welt der Rahmenvertragsverhandlungen geben konnte. Vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank an Frau von Witzleben-Strohmeier. Ich glaube, es ist deutlich geworden, wie komplex das BTHG und die Umsetzung, die damit verbunden ist, dann sich in der Praxis dann auch darstellt und dass es doch erheblicher auch Vorbereitung bedarf, das dann auch wirklich umzusetzen. Ich habe zum einen die Frage bekommen zu diesem Bedarfsermittlungsinstrument PIT, diese personenzentrierte integrierte Teilhabeplanung. Wie läuft die ab? Wer erstellt diesen Teilhabeplan und wie wird er ermittelt? Von Anfang an war es so, dass es diese Arbeitsgruppe PIT gab, PIT da gab. Zunächst war in Hessen eingeführt der ITP. Der ist in der Bundesrepublik sehr bekannt. Hessen hatte sich dann aber entschieden, und das ist einzig und allein der Landeswohlfahrtsverband, weil er ist zuständig für die Entwicklung eines Bedarfsermittlungsinstruments, so sieht das BTHG vor. Er war immer ein politisch sehr schwieriges Moment, weil natürlich über die Bedarfsermittlung auch gesteuert wird und die Leistungserbringerseite immer gesagt hat, es ist schon schwierig, wenn man die Steuerung nur der einen Seite überlässt in der Bedarfsermittlung, aber die Leistungserbringer es dann umsetzen müssen. Da war ein gewisses Spannungsgefüge. Deshalb waren wir so glücklich über die AG PIT. Und der LWV hat diesen PIT entwickelt. Der ist auch EDV-basiert. Und bei der Entwicklung dieses EDV-Verfahrens waren eben die Leistungserbringer beratend mit dabei. Oder die Vertreter der Leistungserbringer waren beratend mit dabei, das heißt also die Liga und auch die Privaten, um deutlich zu machen, wo es Schwierigkeiten in der Praxis geben könnte oder wo man sein Augenmerk drauf legen könnte. In Hessen ist das sehr, sehr schön gelaufen bis heute und es wird auch eine Arbeitsgruppe sein, die immer weitergeführt wird, um zu sehen, wie der PIT im Land Hessen in der Praxis dann umzusetzen ist. Momentan kann man sagen, sind die Herausforderungen groß, weil der PIT ist ein Instrument, was ICF-basiert ist. Das war der Grund, warum wir uns in Hessen vom ITP etwas lösten und dieses Instrument entwickelten, was einen sehr starken Fokus auf die ICF legt. Und das Problem ist aber, dass die ICF ein sehr schwieriges Instrument ist. Und als solches hat sie natürlich Eingang in den PIT gefunden und die Umsetzung in der Praxis bei den Kolleginnen und Kollegen vor Ort im operativen Bereich ist herausfordernd. Aber alle sind sehr bemüht, mit dem Instrument immer besser zurechtzukommen. Und es gab auch zwischenzeitlich dann in Hessen Begleitgruppen, die dann in den einzelnen Regionen auch Unterstützung
lieferten. Bei uns ist es so geregelt, dass alle Neuzugänge ins System von dem Fachdienst des Landeswohlfahrtsverbandes selber beurteilt werden. Übrigens für den Rahmenvertrag 1 gilt nicht der PIT, sondern der GTE, der Gesamtteilhabeplan. Das ist das Bedarfsermittlungsinstrument, was die kommunale Seite verwendet. Das sieht ein bisschen anders aus. Aber hauptsächlich ist es der PIT und wir hoffen sehr, dass wir im weiteren Verlauf immer geübter mit dem Instrument werden. Denn es ist jetzt immer noch so, dass alle Klientinnen und Klienten, die schon im Leistungsbezug sind, hauptsächlich von den Leistungserbringern fortgeschrieben werden über dieses neue Instrument PIT. Das ist der größte Teil. Und 11% dieses Teils wird stichprobenartig nochmal vom Fachdienst des LWVs geprüft auf Schlüssigkeit hin. So, momentan in unserer Anfangsphase, wenn ich von uns rede, meine ich tatsächlich den LWV und auch die Leistungserbringerseite, muss man einfach feststellen, dass wir um ein gemeinsames Verständnis noch ein bisschen kämpfen in den einzelnen fachlichen Elementen des PITs. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das gemeinsam in den nächsten Jahren gut entwickeln können. Ganz lieben Dank für diese Ausführung. Eine Frage von mir vielleicht an auch noch. Findet denn ein Austausch zwischen den Landeswohlfahrtsverbänden zu diesem Thema auch statt, dass man von den Erfahrungen anderer bei der Umsetzung profitiert und vielleicht auch gegenseitig lernt? Das nicht innerhalb des Landes, sondern innerhalb der Bundesrepublik, genau. Aller Länder. Ja. Also was ja ein unglücklicher Umstand ist, zunächst war ja erhofft worden über die Einführung des BTHGs in der Bundesrepublik Deutschland, also in dem gesamten Bundesgebiet, dass man es nur mit einem Bedarfsermittlungsinstrument zu tun hätte. Aber die föderalistische Charaktere unseres Landes hat dafür gesorgt, dass wir also jetzt 16 unterschiedliche Bedarfsermittlungsinstrumente haben. Das macht die Dinge nicht einfacher. Insofern ist auch ein Erfahrungsaustausch schwierig. Es gibt einen gewissen Erfahrungsaustausch auf der Seite der Kostenträger. Das ist ja die BAG der überörtlichen Sozialhilfeträger, die es als Gremium gibt. Da kann ich mir gut vorstellen, dass die Seite sich in einen Erfahrungsaustausch begibt. Und die auf der Seite der Leistungserbringer gibt es ja die BAG der freien Wohlfahrtspflege. Auch da wird dann auf Bundesebene, landesübergreifend gewiss ein Austausch stattfinden. Darüber hinaus sind so nach meinem Kenntnisstand auch einige Forschungsvorhaben in diesem Bereich gerade sehr aktiv. Dazu kam jetzt auch aus dem Plenum noch eine Nachfrage, ob denn der PIT auch erstellt werden muss, wenn die eigentliche Unterbringung und Betreuung dann außerhalb Hessens stattfindet. Also, so wie ich das System verstehe, wird immer das Bedarfsermittlungsinstrument genutzt, was dem zuständigen Kostenträger zugeordnet ist. Denn der Kostenträger hat die Verantwortung für die Steuerung und damit auch die Verantwortung für das Bedarfsermittlungsinstrument. Und wenn man da Bundesgebiet übergreifend arbeitet, kann ich mir gut vorstellen, dass man auch es nochmal mit einem anderen Bedarfsermittlungsinstrument zu tun hat. Das ist ja genau die Problematik, die man eigentlich vermeiden wollte, indem man sagte, zunächst, wir versuchen in Deutschland ein einziges Bedarfsermittlungsinstrument zu entwickeln. Das ist nicht gelungen. Ich denke nur à la longue, alle Bedarfsermittlungsinstrumente müssen ICF geschützt sein. Und damit ist, sagen wir mal, von der inhaltlichen, fachlichen Ausgangsbasis doch vieles vielleicht vergleichbar. Hoffe ich jedenfalls. Die Herausforderungen sind immens. Die Herausforderungen sind immens vor allen Dingen für die operative Seite. Sie sind aber ebenso immens auch, das will ich auch hier sagen, für die Kostenträgerseite. Der Umstellungsprozess ist ein riesengroßer.
Ich glaube, wenn man so leicht darüber spricht, Umsetzung des BTHGs, des Bundesteilhabegesetzes in Deutschland, dann in den einzelnen Bundesländern, ist das ein sehr einfach gesagter Satz. Der Reformprozess, der dahinter steckt, ist immens. Es ist ein Paradigmenwechsel, der schon früher eingeleitet war, aber der jetzt wirklich umgesetzt wird. Und der Bundesgesetzgeber hat es eben vorgezogen, in seiner gesetzlichen Gestaltung vieles den Ländern zu überlassen. Das aber gleichzeitig mit einem immensen Zeitdruck verbunden, weil eben das Timing vorgegeben war über das Bundesteilhabegesetz. Mhm. Und mit dieser herausfordernden Situation müssen alle Bundesländer umgehen. Und in Hessen sieht das eben so aus momentan, wie ich das eben kurz dargestellt habe. Ganz lieben Dank. Ich kann das auch unterstützen. Auch die gesetzliche Unfallversicherung hat da natürlich mit dem BTHG eine große Herausforderung angenommen. Und in der Umsetzung natürlich jetzt stecken wir auch noch mittendrin. Eine letzte Frage vielleicht noch zum Unterschied zwischen der kompensatorischen und der qualifizierten Assistenz. Das ist ein Kernbereich des BTHG. Das BTHG hat gesagt, kein Menschen wird mehr zugeordnet aufgrund seiner Einschränkungen, zumal ein Mensch ja nicht auf seine Einschränkungen reduziert betrachtet werden soll. Dieser Mensch braucht einen Leistungsbezug im stationären Wohnen oder sonstigen Bereichen, sondern er hat gesagt, die Leistungserbringung muss unabhängig vom Ort des Leistungsgeschehens festgestellt werden. Und da hat der Gesetzgeber zwei Begriffe eben für sich konstruiert. Er hat gesagt, jede Hilfestellung, egal welche es ist, hat zunächst einmal dafür zu sorgen, dass erstmal Barrieren abgebaut werden nach außen hin und dann erst geguckt wird, beziehungsweise nicht dann erst geguckt wird, sondern gleichzeitig geschaut wird, welches Leistungsgeschehen braucht der einzelne Mensch in seinem Sozialraum, um ungehindert am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Und da gibt es eben zwei Kategorien der Leistungserbringung. Das ist einmal die kompensatorische Assistenz. Das ist die Assistenzleistung, die stellvertretend für den Leistungsberechtigten handelt. Und dann gibt es eben die qualifizierte Assistenz. Das ist die Assistenzleistung, deren Ziel es ist, den Menschen mit Einschränkungen zu befähigen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, das heißt, ihn selber zu befähigen, seinen Sozialraum so zu nutzen, dass er möglichst wenig gehindert wird an der Teilhabe und ihn in seinem eigenen Können und in seinen eigenen Ressourcen zu stärken. Das ist eigentlich die qualifizierte Assistenz, ist eigentlich der Kern der Fachleistung. Trotzdem haben wir es ja auch in vielen Bereichen mit Situationen zu tun, wo eine kompensatorische, das heißt also eine stellvertretende Assistenz durchaus notwendig ist weiterhin. Ja, ganz herzlichen Dank an Frau von Witzleben-Strohmeier. Das waren sicherlich jetzt auch nochmal sehr, sehr gute, ausführliche Worte zu den Fragen. Wir sind dann zumindest mit dem ersten Teil unseres Plenums durch. Dadurch, dass Herr Metzel leider krankheitsbedingt ausfällt, würden wir jetzt trotzdem die Bildschirmpause durchführen und würden uns in 5 Minuten um 12 Uhr dann hier wieder sehen und dann mit dem Vortrag von Herrn Professor Dr. Gramp weitermachen zum Thema Teilhabemanagement. Ein komplexer Prozess. Von mir erstmal kurz lieben Dank. Sie können sich jetzt noch mal mit frischen Getränken und vielleicht einer Tasse Kaffee versorgen und dann sehen wir uns in 5 Minuten wieder hier und machen weiter.